freue mich, dass so viele da sind. Und ich freue mich auch, dass der Linux-Tag Chemnitz mir diesen Vortrag ermöglicht hat. Als ich das eingereicht habe, habe ich gedacht, naja, gut, er singt, das ist ein alter Hut. Aber das lassen Sie sich überraschen, es wird ein bisschen mehr. Wer bin ich? Ja, ich bin Richard Albrecht, ich bin Jahrgang 1949. Das heißt, ich bin hier wahrscheinlich einer der Ältesten mit auf dem Linux-Tag. Und hier ist meine Webseite. Und das kann man sich leicht merken. Ich heiße Richard Leo, wie das englische Wort für Feld. Und das findet Google nicht. Alles, was Google findet, gehört mir. Und Webseitenoptimierung. Ich bin Physiker, also kein Informatiker. Und ich war bis 2000 am Max-Planck-Institut für Biochemie in München, habe dort Bildverarbeitung gemacht, habe dort C++ kennengelernt und eigentlich die Liebe zu den PCs entdeckt. Bis 2011 habe ich Middleware entwickelt. Ich war damals im größten Callcenter-Projekt Deutschlands und habe praktisch das ganze mittlere Teil gemacht, die Kommunikation zwischen Rechenzentren und Callcenter. Bis 2014 habe ich dann Software für CCD-Kameras entwickelt. Und zwischendurch war ich kurz arbeitslos, aber ich war dann bei den CCD-Kameras und bei der Firma war ich früher Kunde. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man 3 Jahre vor dem Ruhestand gesagt bekommt, Herr Albrecht, kommen Sie sofort, Sie können machen, was Sie wollen. Hauptsache, Sie bleiben da. Und deswegen ist Linux ein bisschen hinten dran gekommen, ich habe nämlich dann C++ gemacht. Jetzt bin ich Rentner in Görlitz. Warum der Vortrag? Ich habe in meiner Geschichte einige sehr große Desaster erlebt, die bis an die Existenz der Firma gingen. In den meisten Fällen wurde die Firma gerettet, weil die Kollegen illegale Backups hatten, die offiziell nicht gestattet haben, auf den lokalen Platten, weil der Server kaputt war. Die Ursache war die Kommunikation der Admins oder der Leute, die das gemacht haben, untereinander. Es gab zum Beispiel mal einen Folder Software, da hatten sie alle CDs reinkopiert und das gab kein Backup drauf. CDs hat man im Schrank, die kann man wieder kopieren. Irgendjemand hatte dann unter dem Folder Software das gesamte Repository der Firma reinkopiert. Weg. Gut. Dann wurden RAID-Systeme verwendet. RAID hat die Eigenschaft kaputt zu gehen. NAS mit RAID hat auch die Eigenschaft kaputt zu gehen. Da gehen nicht die Platten kaputt, sondern das ganze NAS. Dann sind die Daten auch weg. Und wenn dann noch das ein Microsoft-Haus ist und auf den typischen NAS-Systemen sind Linux-File-Systeme drauf, dann steckt man die Platte in den Rechner rein und die ist leer. Das sind die Dinge, die ich erlebt habe. Dann gibt es jetzt diesen Trojaner, der Platten verschlüsselt. Und er kann das natürlich nur, weil die Daten in Reichweite sind. Das heißt, ein Backup in Reichweite des Rechners, auf dem man Backup machen, ist natürlich nicht ganz unkritisch. Zurzeit gibt es diesen Trojaner nicht für Linux. Es ist aber abzusehen, dass der kommt. Mit den gleichen Tricks, wie es auch in Windows passiert, dass man eine nette Mail kriegt, installieren Sie mich mal, ich bin super, und dann ist es durch. Also Linux schützt da nicht davor. Grund ist die fehlende Isolation und die fehlende Historie im Backup. Ich möchte ein paar Vorschläge machen, was geht, und möchte dann hinterher auch darüber diskutieren, mit ein bisschen Pro und Contra. Ich gehe davon aus, dass nicht alle meiner Meinung sind. Da komme ich eigentlich her. Das ist die Linux User Group Otto Brunn. Und da war ich auf mehreren Linux-Tagen. Und der Link hier geht zur Webseite nach München. Und ich bin inzwischen in Görlitz. In Görlitz gibt es einen kleinen Linux-Stammtisch. Das ist er. Das sind die lieben Kollegen. Das sind Informatikstudenten. Und man redet dann nicht so sehr über Linux, sondern mehr über das, was gerade in den Vorlesungen dran ist. Und hier ist ein Blick auf diese wunderschöne Stadt. Hier ist zum Beispiel ein Biergarten auf dem Kraftwerk, nicht im Kraftwerk. Also der hat einen Glasfußboden innen drin und da sieht man direkt auf die Wasserturbine. Was also sehr dekorativ ist, das ist die Altstadt. Das Foto ist von Polen aus gemacht. Hier sieht man die Kamele in der Innenstadt. Und das war im Winter. Und der Grund war ein ganz einfacher. Das war zum Dreikönigstag der katholischen Kirche. Da gibt es einen Umzug von Polen nach Görlitz hinein. Und ich habe dann von dem Umzug keine Fotos gemacht, sonst hätte ich die Leute fragen müssen, wenn ich das hier veröffentliche. Also die Kamele werden mich nicht fragen, aber die gab es tatsächlich. Das ist der Bahnhof in Görlitz. Es ist die einzige Stadt in Deutschland mit einem Jugendstilbahnhof. Also wenn man in Görlitz aussteigt, wird man freundlich begrüßt. Und das ist ein ganz normaler Hauseingang in der Altstadt. Und hier sind wir in Polen. Das ist selbstverständlich. Diese Stadt wächst zusammen und das ist das Schöne an dieser Stadt,
dass zwischen Polen und deutscher Seite eigentlich nicht mehr getrennt wird. Backup-Umgebungen. Was finden wir so vor? Ich habe das versucht zu kategorisieren. Ich mache Hilfe für Linux-Umsteiger. Das mache ich schon seit 2006 mit mehr oder weniger Erfolg. Und da gibt es bestimmte Dinge, die man beachten muss. Früher hat man einfach so eine Ubuntu-Install-CD zugeschoben. Dann hat man ein halbes Jahr später gefragt, was ist daraus geworden? Ja, die CD liegt noch da hinten. Also das hat nichts passiert. Der Ansatzpunkt war einfach dann, es gab bestimmte Viren- und Trojaner-Überfälle unter Windows. Da habe ich dann gesagt, okay, du kriegst ein Ubuntu und wenn du das nicht willst, ruf bei Microsoft an, die sind dafür zuständig, fertig. Das hat natürlich keiner gemacht, also hatten sie alle Ubuntu. Das war ganz einfach. Und wenn man dann ein halbes Jahr später anruft, da kommt dann so eine richtige Beschwerde. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Das ist doch toll. Sag ich, habe ich doch seit 2 Jahren. Oder ich frage, wie geht's denn mit dem Ubuntu? Wieso fragst du? Es funktioniert doch. Aber das ist nur vordergründig. Ich muss, wenn ich helfe, eine Begleitung im Hintergrund haben. Das heißt, ich muss immer sozusagen eine Art Telefonbereitschaft haben, dass ich die Leute kenne, dass die auch sich trauen anzurufen. Und vor allen Dingen im Hintergrund passiert gar nichts. Ich sage dann immer, macht ein Backup. Ich lege einen Zettel hin mit einem Skript, ich kaufe einen Stick oder eine USB-Platte und dann frage ich nach dem Backup. Und Backups haben eine Eigenschaft, sie werden immer morgen gemacht, nie heute. Also wenn ich immer frage, hast du das Backup gemacht? Morgen. Hier ist ein spezielles Problem drin. Also ich muss das so lange managen, bis der andere es verstanden hat und selbst machen kann. Und ich muss es automatisieren, also komplett. Mit den eigenen Ressourcen. Das heißt, ich muss notfalls bei mir Plattenplatz zur Verfügung stellen, der dann eine Zeit lang auch mir nicht zur Verfügung steht. Der PC ist im Normalfall hinter einem Router. Und jetzt sind einige Leute in München, in Görlitz ist jemand. Ich zeige nachher einen Fall aus Kroatien, das heißt ein Beispiel. Das heißt, die Rechner stehen in verschiedenen Stellen, in Wohnungen, auch mit verschiedenen Standorten. Wenn es ein Notebook ist, weiß ich gerade das nicht, wo das ist. Ich muss ein Backup machen. Wie? Wenn ich nicht weiß, wo das Ding steht. Vor allen Dingen, läuft nicht immer. Die Datenmengen sind nicht hoch. Das sind meistens 20, 30 Gigabyte, die man so lokal auf den Platten hat. Ein paar Videos dazu und das war's dann, was so privat anfällt. Wichtig ist der Datenschutz. Ich muss das den Leuten sagen, was ich mache. Ich muss sagen, ich sehe alle eure Dinge. Ich gucke aber nicht rein. Und dieses Vertrauensverhältnis muss da sein, sonst funktioniert es nicht. Das zweite Problem, also was ich auch teilweise mache, sind kleine Firmen. Und da sieht es eigentlich schlimmer aus, als man denkt. Die sind oftmals überfordert. Also ich habe Kleinstfirmen erlebt, wo sich der Chef jeden Monat einmal hinsetzt, einen ganzen Tag, nimmt einen Stapel USB-Platten, kopiert die rein, kopiert die darüber, nimmt den Stapel weg und stellt ihn in die Ecke. Copy-Paste. Gut. Die Arbeitszeit von ihm kostet nichts, aber er kann während der Zeit eigentlich nichts anderes machen. In Firmen sieht es anders aus als da oben. Es muss automatisch gehen und vor allen Dingen wartungsfrei. Dann spielt der Brandschutz eine Rolle. Das heißt also, die Backup-Platten müssen in einem sogenannten anderen Brandabschnitt gelagert werden, natürlich als Kopie. Also das muss man alles irgendwie managen und handhaben. Dann bleiben in Firmen die Daten lokal. In dem Fall kopiere ich die zu mir, weil das privat abgesprochen ist. Firmendaten kopiere ich nicht zu mir, weil das unter Umständen massiv Probleme gibt, wenn etwas passiert. Also da Finger weg davon. Ich muss aber dann in der Firma praktisch den Server dorthin stellen. Ich administriere das immer per SSH und die Endstation in Firmen ist Lux. Lux weiß jeder, was das ist. Okay, ich sage es nachher noch. Hier ist eine Platte, die ist mit Lux formatiert. Wer einen Rechner hier hat, kann gerne mal drauf gucken, ob er was sieht. Geht weiter. Das sind meine Leute, mit denen ich es zu tun habe. Das Linux-Wissen kann nicht vorausgesetzt werden. Es gibt noch nicht einmal Vorstellungen davon, was ist wo auf der Platte. Man hat die Folder, mit denen man arbeitet, und das war's. Ich mache den Folder auf, habe das Programm und dann geht's. Und wenn ich einen zweiten Folder aufmache und über den Link dahin gehe, dann geht das schon nicht mehr. Das ist der Christoph in Neuried, auch schon etwas älter. Man sieht, man hat ein Ubuntu. Das ist Lore in Pasing, die ist auch schon etwas älter. Funktioniert reibungslos. Übrigens die Lore, die hat seit 2006 ein Ubuntu, inzwischen 3 oder 4 Mal die Hardware gewechselt, das Ubuntu entsprechend durchpassagiert.
sie hat immer noch das Gleiche. Sie hat seit 2006 ein Ubuntu. Dass da Versionssprünge drin sind, hat sie nicht mitgekriegt. Das muss man managen, das muss ich im Hintergrund machen. Das ist das Bild aus Kroatien, das ist direkt in der Schule in Kroatien. Ich habe da mehrfach Unterricht gemacht und ein bisschen Linux vorgestellt. In der Mitte, das ist Melania, das ist unsere Freundin, das sie ist Deutschlehrerin. Ich kann von ihr keine Linux-Kenntnisse erwarten. Geht einfach nicht. Das ist das, was so auf den Linux-Tag immer ein bisschen durchkommt. Ach, ich mache im Terminal das, das, das und das und das. Es funktioniert nicht. Die Leute haben andere Sorgen. Das ist die Informatiklehrerin, die er dann immer im Unterricht auch mit übersetzt hat. Und den kennt ihr alle, das ist klar. Und das Bild haben wir dann genannt, wir halten Kroatien zusammen im Internet. Okay. Die Voraussetzungen, um das Folgende nachvollziehen zu können, nicht zu verstehen, sondern man hat das Internet zum Nachgucken. Es geht einfach darum, um Ansätze zu finden, wo geht's. Ich muss ein bisschen wissen, wie installiere ich Programme. Also ich habe Ubuntu, das heißt also, es gibt apt-get drin. Man muss wissen, wo findet man Hilfe. Es gibt 100.000 Wikis im Internet, nur wenige sind gut. Bei Ubuntu ist es Ubuntu-Users als erste Anlaufstelle. Debian hat gute Wikis, Arch Linux hat sehr gute Wikis. Also da muss man ein bisschen gucken. Dann muss man wissen, wie man lokal mit der Hilfe umgeht. Ich habe hier alle Handbücher drin. Ich habe die Manpages drin und wenn man die zum ersten Mal liest, das sehen die ganz schlimm aus. Aber mit der Zeit findet man die Dinge. Man weiß, wo man hingucken muss. Dann muss ich wissen, wie ich ein Terminal öffne und wie ich einfache Kommandos absenden kann. Ich muss wissen, wie ich Directories wechsle. Und ich muss auch notfalls wissen, wie ich einfache Skripte schreibe. Dann muss ich ein bisschen was wissen über Netzwerk. Ich muss wissen, was ist das Internet, was gehört zum lokalen Netz. Ich muss wissen, was sind Internetadressen, wo bekomme ich die eigentlich her. Und ich muss ein bisschen was wissen über die Dienste. Ich gebe ja dann Serverdinge frei und ich muss also auch wissen, wie ich sowas absichere. Bevor man mit Backup anfängt, muss man überlegen. Ich muss planen, was will ich eigentlich machen. Dann muss ich überlegen, welche Software setze ich ein. Dann muss ich überlegen, wo läuft das Ganze. Dann muss ich überlegen, welches Verfahren, simples Copy, inkrementell, Historie, alles Fragen, die man machen muss. Dann zur Sicherheit, und zwar die physikalische Sicherheit. Wer bekommt diese Platte zu Gesicht? In welchen Schrank lege ich die? Das ist gerade bei Brandschutzfragen wichtig. Lagere ich die beim Nachbarn, packe ich die in Schließfach oder wem vertraue ich? Wenn ich Lux einsetze, ist das Thema erledigt. Dann muss ich gemeinsam planen. Ich muss machen, warum machen wir eigentlich ein Backup? Festplattenfehler, Datenverluste durch Löschen, Brand, Archivierung. Es gibt Firmen mit Archivierungspflichten. Wie lange muss das aufgehoben werden? Das muss man überlegen, sonst geht das nicht. Ich muss ein bisschen was wissen, wie schaut das Filesystem in Linux aus? Was steht wo? Was muss ich sichern? Was brauche ich nicht zu sichern? Und mein Standpunkt geht dahin, ein Linux lässt sich heute so leicht zu installieren. Das heißt, ich brauche in Linux nicht das System zu sichern. Ich installiere es einfach neu, ich sichere die Konfiguration und das Home Directory und die Daten und da bin ich schneller, als wenn ich ein komplettes Backup mache. Also vom laufenden System. Dann muss ich wissen, welche Dateigrößen sind da. Wenn ich einen Folder habe, der von meinetwegen 5 Terabyte Daten drunter sind, den kriege ich nicht mehr ins Backup. Das heißt, da muss man ein bisschen separieren, was ist wichtig, was ist nicht. Es gibt statische Daten, die zum Beispiel immer wieder auf CDs da sind oder DVDs, die müssen nicht unbedingt in das Backup. Dann muss ich die Mengen insgesamt abschätzen und eine Faustregel ist, ein Zweig im Filesystem, den ich in das Backup stecke, sollte nicht größer sein als 50% der Backup-Platte. Warum 50%? Einfach, damit man noch eine Kopie halten kann, damit man noch ein paar Files anlegen kann, sonst hängt die Platte und sagt, huch, ich bin voll. Planung zweite, ich muss überlegen, Daten oder System. System-Backup geht eigentlich im laufenden System nicht. Ich muss was haben, was also geöffnete Files im Backup hat und normalerweise geht das schief. Wenn man ein Datei-Backup hat, vorsichtig. Dann, wie oft, stündlich, täglich, wöchentlich, ich habe das genannt, die Granularität der Zeiten. Dann Historie, das gleiche Problem. Also jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr oder wie lange muss ich das aufheben? 5 Jahre lang hält keine Platte. Das heißt, in der Strategie muss drin sein, dass ich das umkopiere und zwar automatisch. Lagerung zu Hause, wiederum das Bandproblem,
Dann die Kosten. Wie viel sind die Daten wert? Das heißt, wie hoch ist der Aufwand, jetzt da in meinetwegen einen Rechner daneben zu stellen? Was fallen an Nettokosten an? Und dann Wiederherstellung. Wer macht das? Wenn Sie jemanden betreuen, müssen Sie das machen. Der Betreute kann das einfach nicht. Und dann braucht man ein Zeitfenster. Wann muss der Rechner wieder laufen? Nach Stunden, nach Tagen? Das sind Absprachen, die muss man vorher machen, bevor man anfängt. Und wenn die Forderung eben hier ist, dass der sofort wieder laufen soll, dann geht es richtig ins Geld, dann muss ich es anders machen. Und das hatte ich hier am Anfang gesagt. Hier, bei größeren Firmen, die haben ein professionelles Backup, das bringe ich nicht in diesen Vortrag. Also wer es wirklich zeitnah haben will, stellt sich etwas Teures hin, beauftragt eine externe Firma und ist aus dem Schneider. Aber das ist komplex und da will ich auch nicht drauf eingehen. Gut, jetzt kommt eine technische Planung. Preiswert, austauschbar. Die eine einfache Festplatte, die ist nicht allzu sicher. Wir haben vorhin gesehen, dass Malware das Ding verschlüsseln kann oder auch nicht. Ich kann was löschen und Copy-Paste ist zwar einfach, aber gut. NAS hat das gleiche Problem wie die HD. Die Dateisysteme auf dem NAS liegen offen, weil ich ja darauf zugreifen will. Das heißt also, ein Backup aufs NAS zu schieben, ist ja okay, keine gute Idee. Und ich habe noch ein Protokoll dazwischen, meist ist es Samba. Das heißt, da gibt es Probleme mit Dateinamen, mit Rechten und allen möglichen Sachen. Wenn ich das nicht richtig mache, ist mein Backup unter Umständen kaputt. Dann Teilsysteme im Server. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ja, Linux kann NTFS lesen, da kann ich ja meine alten NTFS-Platten nehmen. Können Sie machen, aber ich rate es nicht. Nehmen Sie die Linux-Filesysteme, die sind ausreichend. Und wenn Sie es besser machen wollen, es gibt auch bessere Filesysteme als das EXT4, die etwas präziser sind, aber das ist wieder zusätzlicher Aufwand. Wir wollen ja diesen Aufwand vermeiden. Also meine Regel, Standard Linux geht. Zuverlässigkeit, das ist ein wichtiger Punkt. Der Rechner, der das Backup erledigt, sollte stabil laufen. Das heißt also, man muss hier einen RAM-Test machen, bevor man das Ding fürs Backup einsetzt. Manche Chips haben nach einigen Tagen Fehler und AirSync reagiert sehr sauer auf solche Fehler und merkt es noch nicht einmal. Also wirklich tagelange MEM-Tests laufen lassen, bis der PC wirklich stabil ist. Das gleiche trifft für die andere Hardware zu und das Netzteil muss stabil sein. Ich sage das deswegen, es gibt CPUs, die extrem wenig Strom verbrauchen, wenn sie im Idle State sind. Und manche Netzteile vertragen das nicht und schalten einfach den Rechner ab. Die brechen regelrecht zusammen. Also das Netzteil muss auf die CPU abgestimmt sein. Wenn man einen neuen Rechner hat, ist das also alles kein Problem. Das ist jetzt die Reihenfolge, wie ich hier durchgehen will. Dann zuerst Copy-Paste, dann AirSync, nächste Stufe ist AirSnapshot, das ist AirSync, ein bisschen besser. Und dann kommt hier noch etwas dran mit einer Staging-Area. Ich sage dann hinterher dazu, weil wir das brauchen. Und wir gehen immer mehr vom lokalen Bereich auf den Remote-Bereich über. Das ist der einfachste Fall, Copy-Paste. Ich habe das hier hingemalt, das ist das Original, das ist das Backup. Man sieht hier den Folder Backup, aber den Rest sieht man nicht. Einfach, ja gut. Viele machen es so, erstaunlich, aber viele. Und die legen dann hier noch einen Folder an mit einem Datum dran und da wird eben einfach reinkopiert. Fertig. Jetzt kommt, warum das keine gute Idee ist. Wer sieht das Problem? Ich gehe nochmal zurück und wieder vor. Sieht man das Problem? Die Dinger sind vertauscht. Das heißt, ich sehe es einem im File-Browser nicht mehr an, bin ich gerade im Backup oder bin ich auf meinen Originaldaten. Jetzt ändere ich hier etwas, mache die nächste Kopie da drauf, dann sind meine Änderungen weg. Das heißt, die Gefahr ist sehr hoch, dass ich mein Backup überschreibe, einfach weil es gleich aussieht. Das gleiche trifft für NAS zu und es passiert tatsächlich. Dann gibt es hier ein Kommando, was doch passieren kann. Das geht schneller, als man denkt. Kennen alle dieses Kommando? Backups laufen als Root. Das heißt also, Sie können es sehr gerne probieren, aber ich rate Ihnen nicht dazu. Oder Sie haben ein bisschen Zeit für Ihren Rechner. Also um sich selbst zu schützen, Copy und Paste im gleichen Filesystem ist keine gute Lösung für ein Backup. Jetzt geht es weiter mit AirSync. AirSync, ich sage immer, das bessere Copy. Da stecken nämlich Prüfungen drin. Dann kann das inkrementell
Das heißt, ich kann mit Async die Daten einfach überschreiben, es werden nur die Änderungen kopiert. Es gibt sehr viele Optionen. Die Mainpages von Async sind also so lang. Ich habe dann einfach gesagt, ich wähle ein paar aus. Das sind meine Optionen, die ich standardmäßig verwende. Minus AV wird immer empfohlen, das heißt, also es werden die Rechte mitkopiert, das geht rekursiv durch. V heißt einfach, erzähl mir etwas, was du gerade machst. Und das S ist wichtig, das vergessen sehr viele. Das heißt nämlich, Async kann per Default keine Sparse-Files richtig handhaben. Weiß jemand mit dem Begriff Sparse-Files nichts anzufangen? Gut, ich habe in jeder Datei irgendwo Stellen, die haben nur Nullen drin. Ein Sparse-File eliminiert komplett diese Blöcke und vermerkt nur im Inode drin, da sind Nullen drin. Das heißt, der File wird auf der Platte deutlich kleiner. Er muss aber beim Kopieren auch berücksichtigt werden. Und Async füllt die Dinger gnadenlos mit Nullen auf. Das heißt, wenn ich mit Async einen Sparse-File kopiere, der viele Löcher hat, kann mir die Platte unter Umständen explodieren. Spielt bei virtuellen Maschinen eine große Rolle. Deswegen das S. Das werden die Sparse-Files werden also korrekt kopiert. Hier sind noch andere Attribute, die mitkommen, die man im Normalfall nicht verwendet, aber wenn man sie verwendet oder irgendein Programm verwendet, sind sie mit da. Und das ist ein wichtiger Schalter für Hardlinks. Linux arbeitet sehr oft mit Hardlinks im Filesystem, um Doppelungen zu vermeiden. Die gehen natürlich verloren, wenn ich normal kopiere, mit dem H kommen sie mit. Filesysteme hatte ich schon gesagt, nur Linux, alle anderen vermeiden. Async zum Beispiel nicht darauf hin machen. Samba ist das Gleiche, Samba kann keine Sparse-Files. Also Async auf dem Samba-Ordner ist nicht unbedingt das, was man haben will. Jetzt geht es weiter mit Remote. Async Remote ist eigentlich genau dasselbe, es kommt nur SSH dazu. Und es geht in beide Richtungen. Und das ist jetzt der entscheidende Schritt, den man machen muss. Ich muss einen Server aufbauen, auf dem das Async mit meinen Backup-Platten läuft. Wenn der Server getrennt ist von meinen Host, von denen ich Backup machen möchte, kann der Host nicht mehr irgendwas löschen. Ist einfach unmöglich. Das heißt, der Client hat keine Möglichkeit, diese Daten zu manipulieren. Wenn ich rm-rf auf dem Client mache, ist mein Backup nicht weg. Dank Async und SSH. Trick ist, wenn man SSH benutzt, nur über Schlüssel und die Schlüssel so verteilen, dass der Client keinen Zugriff auf den Server hat. Also auch wenn jemand sich im Client sehr gut auskennt, er darf keine Schlüssel finden, mit denen er auf den Server zugreifen kann. Der Server hat umgedreht Zugriff auf den Client. Und der Server hat unter Umständen Root-Zugriff. Das heißt, den Server muss man ein bisschen absichern. Und der Server sollte, ich sage mal Headless dazu, sollte ein echter Server sein, ohne irgendwelche GUIs und nur mit SSH. Async hat einige Probleme. Und man muss da aufpassen, wenn man es ein bisschen da eingeübt ist, ist es also nicht so schlimm. Wenn ich dieses Kommando ausführe, wieder mit meinen Schaltern, und vergesse hier den Slash hinter Source, wird der Folder Source in Target angelegt. Wenn ich den Slash setze, nicht. Das heißt also, je nachdem, ob der Slash da ist oder nicht, entsteht hier ein neuer Folder oder eben auch nicht. Und um das herauszukriegen, ob das passiert, gibt es die Option minus N. Das heißt, drei ran, das heißt Versuch. Async sagt dann, was es macht, macht aber nichts. Und dann kann ich einfach sehen, welche Folder entstehen da, wie heißen die, haben die richtigen Namen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich minus N weglassen und das scharf schalten und laufen lassen. Das zweite Problem ist, wenn es eingerichtet ist, überschreibt Async meine Files oder ändert die oder macht alles Mögliche dran. Ich kann das abschalten, aber das ist nicht sinnvoll, es soll ja automatisch laufen. Wenn es automatisch läuft, kann ich einfach nicht sagen, das soll ich überschreiben oder nicht, ich sehe ja nichts. Das heißt, testen, testen, testen. Async ist gerade als Root nicht ganz ungefährlich, aber wenn man genug testet und einigermaßen Routine hat, funktioniert es. Dann macht Async einige Prüfungen, um zu entscheiden, soll es eine Datei kopieren oder nicht. Async prüft per Default nur Größe und Datum, keinen Inhalt. Das heißt, wenn sich der Inhalt einer Datei ändert, ohne dass das Datum geändert wurde, macht Async gar nichts. Normalerweise wird das Datum geändert auf Modified. Also im Normalfall brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Wir sollten es aber wissen, wenn wir zum Beispiel mit Daten von irgendeiner anderen Platte kopieren, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Async die unter Umständen nicht mitnimmt, weil das solche Probleme geben kann. Ich kann das erzwingen, aber dann dauert es dementsprechend länger, dass der Inhalt geprüft wird. Async macht dann irgendwelche Prüfsummen drüber.
Dann, das ist mir selbst passiert bei RAM-Fehlern, und deswegen habe ich vorhin so einen Schwerpunkt draufgelegt, bei RAM-Fehlern sagt Async das nicht. Also anders als zum Beispiel BitTorrent oder andere Prüfsachen, Async prüft hinterher nicht das Ergebnis. Während des Kopierprozesses ja. Aber wenn im Speicher was drin steht und die Speicher kippen um und Async schreibt das raus und ich habe Pech, dass Async das nicht merkt, habe ich falsche Daten. Das heißt, ich muss einen zweiten Prüfschritt anschließen, ich muss meine Backup das doppeln und muss selbst prüfen mit MD5, Diff und anderen Mitteln, stimmen die? Also Async ist sehr gut, aber nur, wenn alles sauber funktioniert. Backup-Software. Ich selbst mag sie nicht, weil es ganz einfach eine Schicht mehr ist. Es gibt zig verschiedene Backup-Software-Sachen. Wie haben Sie es mit dem Datenformat-Historie? Was ist mit Verschlüsselung, SSH, gehen die remote? Das eine ist so, das andere ist so. Es gibt gute und schlechte. Wir haben Linux. Fertig. Ja, brauchen es nicht. NAS ist das Gleiche wie mit der Harddisk. Ich kann es löschen. Und auf NAS-Systemen ist immer Linux drauf. Ich sage dann, da ist kein Linux drauf, sondern irgendeine Abart von Linux, die wir nicht kennen. Wir wissen nicht, was der Hersteller weggelassen hat, was nicht. Wenn wir überhaupt mit SSH auf den NAS kommen, suchen wir alles Mögliche. Es ist abweichend von unserem vertrauten System. Auch die Versionen von den verschiedenen Programmen sind unterschiedlich. Oder man kommt unter Umständen mit SSH nicht als Root auf das NAS-System. Es gibt die tollsten Dinge da. Also NAS als Backup-System rate ich davon ab. Als File-Server okay, als Backup-Server eher nein. Meine Lösung: Man beschafft sich einen preiswerten kleinen Server. Ich kann das Linux draufpacken, was ich kenne. Es ist austauschbar. Ich habe in den gleichen Versionen wie auf dem Client, da dann etwas Linux-ähnlich ist, da ist das auch ähnlich. Da läuft ohne GUIs und das ist mein Server zu Hause. Das ist mein Backup-Server. Der hat 2x2 Terabyte Platten hinten dran, 8 GB RAM, verbraucht 10 bis 15 Watt, hat keine Lüfter. Also den nehme ich gar nicht mehr wahr, der läuft einfach da irgendwo unterm Schrank und fertig. Und das kostet nun wirklich nicht viel. Die 450 Euro kommen zusammen durch die Platten und durch dieses Teil, das gibt es nur ohne Platte. Das gibt es als Barbon, da muss man Platte und Memory nachkaufen. Dann, wenn ich einen alten PC übrig habe, kann ich den natürlich auch hernehmen, wenn er zuverlässig läuft und der kostet natürlich mehr Strom. Oder ich kann auch eine virtuelle Maschine haben, je nachdem, was ich an Konfiguration zu Hause habe. Ganz kurz zu SSH. Wenn ich SSH installiere, einfach installieren und den Server absichern. Es gibt bei der Luke Ottobrunn eine Webseite, wie ich das mache. Also bei der Luke Ottobrunn über SSH nachgucken, da habe ich das länger beschrieben. Es gibt auch ältere Vorträge von mir, da ist das drin. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Ich muss den eigenen Router freischalten, wenn ich ein Backup von anderen Leuten mache. Warum? Kommen wir später dazu. Das heißt, ich muss den Port 22 bei mir auf meinen Server weiterleiten. Den Remote-Router bei dem anderen freischalten hier steht nicht nötig. Ich habe ja vorhin gesagt, ich kenne die Umgebung nicht, ich weiß nicht, was dort in der Wohnung sich abspielt. Normalerweise habe ich keinen Zugriff auf den Router im anderen Haushalt. Warum? So funktioniert das Ganze. Der Rechner meldet sich beim Start bei mir an. Und zwar immer. Mit SSH-R. Das heißt, ich habe für jeden Remote-PC, den ich betreue, einen Account bei mir im Server und das Ganze funktioniert mit Auto-SSH. Auto-SSH überlebt Trennungen, überlebt eine Reboot vom Server. Das heißt, es klingt sich immer wieder automatisch ein. Das heißt, ich habe an der Stelle keine Störungen. Und das Ganze steht in RCL-Lokal des Clients und da steht dieser Text drin. Ist jeder soweit fit, dass er das lesen kann? Das heißt, ich gehe mir zu, gehe ich auf den Benutzer, starte Auto-SSH, auf den Port, das ist der Port bei mir, der bei mir freigeschaltet ist, und diesen Port schalte ich rückwärts frei. Und vom Server komme ich damit dann, mit diesem Rückwärtsport, in meinen Rechner in der anderen Wohnung hinein. Und dabei ist es völlig egal, wo dieser Rechner steht. Also wenn das ein Notebook ist und ist heute in Deutschland und morgen meinetwegen in den USA, ist mir das egal. Der meldet sich bei mir an, ich entdecke den und mache mein Backup. Dann kann jederzeit das Async laufen und natürlich, wenn das Async unterbrochen wird, es startet nicht alleine, wenn also der Client verschwindet aus irgendwelchen Gründen, bricht Async ab und ich stehe da. Das heißt, ich muss das Async in ein Skript kapseln, das also dann meinetwegen alle Viertelstunde nachguckt, ist der Rechner wieder da
und dann einfach neu starten. Das heißt, ich muss einen While Loop reinbauen, der 15 Minuten wartet. Irgendwann ist der Rechner wieder da und dann geht es eben weiter. Jetzt Lux, das ist die Endstation. Ich habe einmal Zugriffssicherheit und Lux auch wie mit SSH immer nur mit Keyfiles arbeiten, damit das automatisch entsperrt werden kann. Und natürlich, der Server, der diese Keyfiles hat, der muss ja ein bisschen geschützt sein, also aufpassen, dass das nicht verloren geht. Dann mit Lux kann ich den Brandschutz erfüllen. Das heißt, ich kann eine Lux-Harddisk, wie sie hier ist, irgendwo hin tun und ich kann darauf vertrauen, es kommt niemand an diese Daten ran. Und Lux sollte man immer doppelt haben. Ich muss auch einen Passwortzugriff haben, denn wenn der Keyfile mal weg ist, aus irgendwelchen Gründen, muss ich einen Passwortzugriff haben, dass ich überhaupt noch rankomme. Lux ist nicht unkritisch. Wenn ich beides verliere, habe ich Pech. Lux ist wirklich sicher. Also wenn man mit Lux arbeitet, die Keyfiles, die Passwörter wirklich notieren. Man vergisst die sehr schnell. Lux ist immer die letzte Stufe, das ist das, wo alles landet. Und man spart einfach einen Tresor. Und allein ein guter Tresor, wo man Festplatten einschließt, der auch noch ein bisschen Klima hat, dass die Platten nicht gleich kaputt gehen, ist wesentlich teurer als 5-6 externe Platten. Und so eine Platte, was kostet heute im Supermarkt? 50 Euro. Das heißt, ich lege mir einen Stapel dieser Platten hin, die tausche ich aus, wenn ich in Gefahr laufe, dass eine kaputt geht. Es gibt übrigens dann bei der Lux Otopon gibt es eine Anleitung für Lux mit allen möglichen Sachen, was man da braucht. Jetzt alles zusammen. Mit Async hole ich die Daten ab. Das kann beim ersten Mal dauern. Bei DSL-Leitung einige Wochen, bis so diese 20 Gigabyte bei mir sind. Ist aber kein Problem. Es ist ja unterbrechbar, es ist bootbar, alles Mögliche. Irgendwann ist er fertig. Das ist auch klar. Lux als finale Stelle und immer zwei, möglichst drei Platten zum Schluss haben, die identisch sind. Also nach dem Backup ein Copy machen, wieder mit Rsync, Copy minus H, dass alles gescheit rüberkommt, dass ich das vergleichen kann. So sieht das dann aus. Der Rechner geht zu mir, mit Rsync gehe ich zurück. Hier ist das Port Forwarding drin, auf der Seite nicht. Und das ist jetzt in Kroatien, in München Parsing und in Neuried. Und das ist meine Lux-Platte. Jetzt geht's weiter, R-Snapshot. R-Sync kann viel, aber nicht alles. R-Snapshot ist sozusagen die Oberklasse von R-Sync. Das fügt nämlich eine Historie dazu. Und das wird dann über Gron gesteuert und ist sehr flexibel. Und es gibt in R-Snapshot drei Dinge, die man aufeinander abstimmen sollte. Ich zeige es dann nachher in der Demo. Das ist der Wert Retain, die stehen alle hier in R-Snapshot-Conf drin. Dann die Source-Folder, Target-Folder, also was will ich überhaupt machen? Und dann die Cron-Shops. In den Cron-Shops stehen die gleichen Werte, die auch bei Retain in dem File drin stehen. Vom Wort her. Per Default steht da drin Hourly, Daily, Weekly. Ich kann die Wörter beliebig ändern. Ich zeige das nachher am Beispiel Maus, Katze, Hund. Also welche Worte ich da verwende, ist meine Sprache. Nur Rsync fügt bei der Installation eben was ein, was plausibel ist, aber ich bin nicht dran gebunden. Wichtig ist, dass die Worte, die hier stehen, da wieder auftauchen. Das ist jetzt diese Snapshot-Conf. Da sind diese Intervalle drin vordefiniert und die müssen eben mit Cron abgestimmt werden. Namen sind beliebig. Okay, das ist dann auch klar. Dann testen. Es dürfen in dieser Datei keine Leerzeichen sein. Warum, wissen die Linux-Götter, aber ich nicht. Wenn Leerzeichen drin sind, verweigert Snapshot den Dienst und sagt einfach nö. Und der Test entdeckt das. Das heißt, erst wenn dieser Test okay sagt, ist meine Datei nicht unbedingt richtig, aber sie ist weitgehend fehlerfrei. Zumindest sind keine Leerzeichen mehr drin. Auch die Folder existieren, die Backup-Folder, das wird alles ein bisschen geprüft. So sieht das dann aus. In der Datei snapshot.conf sind diese Werte drin. Und dann entsteht irgendwo als Backup-Teil diese verschiedenen Folder. Da ist der Daily drin, Hourly, Monthly, Weekly. Und jetzt kommt der Witz, was Snapshot macht. Hier drin sind keine Kopien, hier sind Hardlinks. Das heißt, nur in Hourly 0 sind die Originaldaten. In allen anderen sind Hardlinks drin. Das heißt, wenn ich diesen Folder aufrufe, sieht es so aus, als hätte er alle Daten. Das heißt, Snapshot belegt keinen zusätzlichen Platz auf der Platte. Die paar Hardlinks, das ist nicht viel. Und das ist das Entscheidende bei Snapshot. Das heißt, wenn ich Weekly 3 lösche, bleiben die Daten da, weil die Hardlinks drin sind.
Und wenn jetzt eine Datei auf dem Client gelöscht wird, ist die hier drin, dann wandert die hier durch. Irgendwann ist sie in Monthly 1 drin und wenn ich das dann lösche, ist sie weg. Und irgendwann wandert die einfach durch. Und so lange sind die Daten drin. Das heißt, ich kann hier archivieren. Ich kann das ausdehnen auf Yearly oder Century oder was immer ich auch will, wie lange mein Rechner lebt. Dann diese Retain Values können auch ganz andere Werte haben. Ich habe das mal so gemacht. Die können auch so heißen. Dann bekomme ich eben diese Folder. Also das ist meine freie Wahl, was ich mache. Im Grundjob sieht das so aus. Da legt der Snapshot eine Datei an, die ist ein bisschen vorkonfiguriert. Da sage ich einfach, wann soll das passieren? Stündlich und dann ein bisschen umgedreht. Yearly, monthly, weekly, daily. Weil die Sachen zerstören mir ein stündlich und babbeln dann so hoch. Das heißt, wenn in diesem Beispiel das Daily kommt und Harley ist nicht viermal gelaufen, macht Daily gar nichts. Das heißt also, der Grundjob muss so sein, dass Harley viermal läuft. Erst dann kann Daily greifen. Sonst kommt er erst am zweiten Tag. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das mit dem, was ich will, abgestimmt ist. Das sind die Backup-Skripte, die man hat. Zum Beispiel für SSH. Hier habe ich Root-Zugriff. Und dahinter steckt ein Rsync. Das heißt, von daher kommen meine Daten. Ich habe hier die Argumente drin für SSH und für Rsync, die ich brauche. Und ohne SSH sieht es einfach so aus. Das ist praktisch mein Rechner. Ein Folder zum anderen Folder. Also es ist eigentlich sehr transparent. Es sind die gleichen Sachen, die man auch bei Rsync braucht. Hier sind dann die Argumente drin, wieder meine Lieblingsargumente. Und man kann noch ein bisschen was dazu nehmen, je nachdem, was man braucht. Alles zusammen mit Rsnapshot. Rsync holt mir die Daten ab. -R ist klar. Rsnapshot ist ungeeignet für Rechner, die nicht immer laufen. Ein Problem, wenn ich ein Backup mache von einem Rechner, der nicht immer läuft, ist Rsnapshot, naja gut, nicht sehr nett. Das heißt, ich brauche einen Bereitstellungsraum, den ich mit Rsync fülle. Rsync kann ich unterbrechen, haben wir gesehen. Rsnapshot nicht. Das heißt, ich muss auf meinem Server bei jedem Client, den ich betreue, praktisch eine Kopie halten, die mit Rsync gefüllt wird. Und da gehe ich dann mit Rsnapshot drauf und lege meine Historie an. Rsnapshot holt das ab und das nimmt, wie gesagt, 30 GB pro Remote-PC, also die, so eine Platte hier steckt das weg. Also das ist heute kein Platz mehr. Lux wieder als Endstation und zweimal, um das Ganze zu vergleichen. Es gibt ein paar Skripte dazu, die landen dann hier. Ich habe einen GitHub-Folder, wieder rleofield, also mein Name, und da findet man das. Und wer in C++ Interesse hat, findet auch hier ein bisschen was zu C++ und zu KVM. Remote-Rsync mache ich alle 15 Minuten, bei Erfolg einige Stunden Pause. Klar, wenn es läuft, ist gut. Dann warte ich 3-4 Stunden, bis der Rechner unter Umständen auch wieder da ist oder nicht oder so. Das ist egal. Rsnapshot, die Skripte, da kann ich das Logging ein bisschen feintunen, habe also deutlich mehr Möglichkeiten. Ich kann eine Erfolgskontrolle einbauen und vor allen Dingen, wenn ich ein Skript habe, kann ich nach Rsnapshot die Kopie auf die zweite HD auch automatisieren. Und wenn ich viel Zeit habe, kann ich das machen. Bitrot ist das bekannt. Also Rottenbits. Die sind heute nicht mehr selten, weil die Platten groß sind. Eine 4 Terabyte Platte hat laut Western Digital eine Bitfehlerrate von 10 hoch 14. Also kleiner 10 hoch 14. Eine 4 Terabyte Platte hat so und so viele Bits. Das heißt also, ich komme in die Größenordnung der Fehlerraten. Das heißt, große Platten haben nach einigen 100 Tagen oder irgendwann, wenn ich viel kopiere, entsprechende Bitfehler. Rsync bekommt das nicht mit. Das kann auch passieren, wenn die Platten lagern. Das heißt, Platten umkopieren und gelegentlich mal prüfen. Und das dauert natürlich lange. Das heißt, das läuft unter Umständen einen halben Tag. Das heißt, ich muss hier wieder ein Skript machen, um das unterbrechen zu können. Und ich habe ein Skript, das macht so einen MD5-Vergleich. Und das kann ich da starten, stoppen und wenn ich ihm Zeit habe, läuft es. Irgendwann ist es durch. Und wenn ich Fehler entdecke, gnadenlos die Platte wegschmeißen. Ich kaufe eine neue, formatiere die mit XT4 durch, stecke die ran und es geht. Okay. So sieht das dann aus. Meine betreuten Rechner, die melden sich mit SSH-R bei mir an. Rsync holt die Daten und jetzt habe ich hier diesen Bereitstellungsraum.
Der braucht nicht verschlüsselt zu sein. Der ist ja im Server drin. Das sind meine Endplatten, die sollten wieder verschlüsselt sein. Und so sieht das dann aus. Ich habe dann hier meinen Rechner mit einer Snapshot SSH, unter Umständen eine virtuelle Maschine. Ich nenne das Ganze private Cloud, einfach weil ich das komplett selbst manage, ohne irgendwelche Tricks und ohne irgendwelche Sachen. Ich habe hier SSH, hole mit Async das ab, hier auch, und bin eigentlich fertig. Und jetzt kommen hinterher noch Demos, aber ich zeige trotzdem die letzte Folie. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so geduldig waren. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für ein paar Demos. Ich gehe nach Kroatien, ändere dort eine Datei und sehe die dann bei mir im Görlitz im Backup. Ich hoffe, das funktioniert. Und ja, okay, die Take-Home-Message ist, es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Bisschen fragen, bisschen gucken, Wikis legen, unter Umständen mir eine Mail schreiben und dann geht das schon. Und ja, jetzt in Kroatien läuft das, wie gesagt, schon längere Zeit stabil. Gut. Das war's. Jetzt machen wir die Demos. So, ich habe das hier ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier einige Skripte, die das R-Snapshot ausführen. Die sind hier mit Hund, Katze und Wolf und so weiter gekennzeichnet. Das heißt, ich habe diese anderen Sachen gemacht. Und ich habe jetzt hier das R-Snapshot-Conf. Und das sind hier oben, ganz oben, da sind diese Werte drin, diese Retain-Werte, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, Katze wird erst ausgeführt, wenn zweimal Maus gelaufen ist. Hund wird ausgeführt, wenn dreimal Katze gelaufen ist. Und ich habe das Ganze jetzt hier in einem Skript drin. Ich mache das jetzt mal hier. Das läuft jetzt durch und wir sehen jetzt, hier ist er bei der Maus. Nochmal eine Maus, jetzt kommt die Katze. Noch eine Maus, jetzt die Katze. Das heißt, er geht jetzt rekursiv durch diese Retain-Values durch und legt diese Folder an. Und da sind die Folder, die er gerade anlegt. Ja, das wird jetzt immer mehr, je nachdem, wie lange das läuft. Und irgendwann hat er es abgearbeitet und ist fertig. Okay, der läuft noch. Demo, Testdaten. Das ist der Umfang meiner Testdaten. Das sind 211 Megabyte, die ich im Moment kopiere. Pro Async-Prozess. Hier ist schon wieder ein bisschen mehr gekommen. Okay, jetzt kommt wieder Maus. Maus. Katze. Hund. Maus. Jetzt fängt er wieder von vorne an. Hier ist ein bisschen mehr gekommen. Jetzt habe ich hier mehrere Hunde. Und jetzt ist er fertig. Jetzt gehe ich auf meine vielen Folder und mache ein do-sh. Und ich sehe, es sind 211 Megabyte. Genauso groß wie mein Original. Das heißt, der Snapshot hat meine Daten zwar alle kopiert, in jedem Folder sind die Daten drin, aber über Hardlinks gekoppelt. Hier drin. Und das heißt natürlich auch, dass das Ganze in einem Filesystem stattfinden muss. Ich kann also jetzt Hund und Katze nicht auf verschiedene Platten packen und deswegen auch meine Angabe vorhin, ich brauche ein bisschen Luft in die Platte zum Atmen, dass einfach das irgendwie unterkommt, dass ich Spielraum habe. Async, Snapshot, Lux, dieses Zusammenspiel ist für ein Backup essentiell und dann macht mir das einfach niemand kaputt. Jetzt machen wir noch was anderes. Jetzt gehe ich hier raus. Jetzt gehe ich direkt zu mir nach Görlitz. So, das ist praktisch, Melania ist unsere Freundin in Kroatien und das ist mein Account auf meinem Server, wo das Async drüber wegläuft. Das ist also wirklich live, es ist nichts hier demomäßig gemacht. Ich gebe hier tail-f, ich habe ein Logfile drin, das ist der Logfile. Jetzt gehe ich hier nach Kroatien. Jetzt bin ich definitiv auf dem kroatischen Rechner. Ich mache einfach irgendetwas, was mir eine Fehlermeldung produziert und wir sehen, die ist in Kroatisch. Das ist ein Ubuntu-Rechner direkt in Vara stehen in einer Privatwohnung. Jetzt lege ich hier einen Pfeil an, der also markant ist, irgendwie klein g. Der ist jetzt hier da. Da
Da oben ist er. Gibt noch einen anderen mit Groß-G von vorhin zum Testen. Und jetzt starte ich meinen Async, schicke das in den Hintergrund. Jetzt läuft das. Und jetzt habe ich hier meinen File und da ist der File GGE im Moment direkt aus Sarastin auf meinem Server in Görlitz angekommen. Das Backup ist damit erledigt. Das dauert wenige Sekunden. Ein Komplettrechner über eine dünne DSL-Leitung, über einen Router, den ich nicht kenne und sogar über eine DSL-Leitung, die gelegentlich mal ausfällt. Das ist also alles eine sehr wackelige Geschichte. Es wird besser, aber man kommt damit zurecht und es funktioniert. Also nochmal die Take-Home-Message. Wer anderen helfen will mit Linux, ist ja eine sehr dankbare Aufgabe, sollte dafür sorgen, dass man seinen Betreuten nicht im Regen stehen lässt, dass man sich um das Backend kümmert, so lange, bis es funktioniert. Und wenn man es automatisiert, ist es einfach erledigt. Ich habe keine Arbeit mehr damit. Okay, danke. Richard, herzlichen Dank für deinen schönen Vortrag. Es ist ja unwahrscheinlich voll geworden noch im Laufe der Zeit. Ja, war es mal ein bisschen gut, stören, dass alle noch reinkamen. Aber schön. Ein paar Minuten für Fragen hätten wir noch. Die Frage war also, wofür der ganze Aufwand? Async verständlich, alles danach wird so der Einwand von modernen Filesystemen erledigt wie BTRFS oder ZFS. Genau das habe ich vermieden. Der Default ist EXT4. ZFS ist nicht im Standardrepository drin. Ich muss es nachkompilieren, muss es wieder einrichten. Das heißt, ich habe zusätzliche Arbeit und mein Prinzip ist, keep it simple and stupid, arbeite mit dem Linux so, wie es ist und nicht Zusätzliches machen. Und BTRFS, da gibt es solche und solche Meinungen. Also da, gut. Okay, gut, ja. Ich meine, Einwand ist klar. Man kann das selbstverständlich machen, wenn man sich das zutraut, aber Genau das wollte ich ja nicht machen, weil es ja eigentlich jeder machen soll. Also okay. Was im Repo drin ist, nicht mehr. Eine hätten wir noch. Was ist mit Kompression? Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich kann die Daten komprimieren auf der Platte, wenn es unbedingt Platz braucht. Aber Festplattenplatz ist billig. Es kostet nichts mehr. Und SSH kann komprimieren beim Transport. Ich muss einfach den Schalter setzen. Das war's. Was ist von RDIF Backup zu halten? Wie? RDIF-Backup. RDIF-Backup war die Frage. Ich kenne nur das Diff und das Diff läuft einfach sehr lange. Das macht eine binäre Differenz, mehr macht es nicht. Und ich habe bewusst Backup-Programme vermieden. Jeder hat sein Lieblings-Backup-Programm und das soll er auch verwenden. Nur in der Allgemeinheit mache ich ungern Empfehlungen. Das ist der Grund. Okay, gut. Die Zeit ist gut ausgenutzt. Richard, herzlichen Dank nochmal. Okay, gut. Der Nächste muss auch ein bisschen vorbereiten und danke fürs Zuhören. Gut.